Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19. PS4. Immer noch der Felsbrunnen. Aber ich hoffe mal, dass wir nicht mehr allzu lange hier verbringen. Ja, wir werden jetzt auch die Zeit ein bisschen hochdrehen, so dass die anderen Felder noch erntereif werden. Vielleicht mal hier die Kante noch selber wegmachen. Ja, und zwingend hier unsere Silage müssen wir verladen. Das wird wohl noch am längsten dauern. Oh, so wie es aussieht, ist da oben Wachstum durchgezogen. Genau, ist erntereif. Wir haben natürlich die Zeit wieder auf 1. Nicht, dass wir hier mit unserer Silage noch woanders hinfahren müssen. H73 ist natürlich immer noch steigender Kurs an unseren Ballenstation. Aber dann ist es so, die wird jetzt so verkauft, wie es ist. In der Hoffnung, dass wir eher fertig sind mit der Silage verladen und unser Drescher mit den zwei Feldern. Die werden wir schon noch mal, ja, hat schon oft gehört, noch mal vorrücken müssen hier.
Fahrbahn auf dem Feld noch ziehen. In Sojafeld wird auch noch einiges runterkommen. Bloß warten, bis jetzt hier hinten Feld 13 erntereif ist. Also, Quatsch, 14 ist das ja. Weil so lange warte ich auf keinen Fall. Dann sind wir ja vorher umgezogen. Der Flachland gerade. Wir werden dann die Felder alle verkaufen. Wie gesagt, bis auf die zwei, wo die platzierbaren Objekte drauf sind, die gehen ja nicht so zu verkaufen. Das rechnen wir dann noch im Werber zu. Dann werden wir einen Kredit abbezahlen. Gucken, was dann noch übrig bleibt. Und dann zu schauen, dass wir auf der anderen Karte unsere Felder kaufen. Beziehungsweise gekauft haben dann. Sicherlich auch mit Kredit welche kaufen, denn mit haben wir ja einiges. Wir werden zwar tilgen können, wir haben einige Fahrzeuge angebracht. Schon nicht ohne. Nur die Fahrzeuge zu kaufen, weil den Spielstand habe ich ja schon vorbereitet auf der anderen Karte. Denn nur die Fahrzeuge zu kaufen, waren glaube ich schon über 2,5 Millionen. Dann müssen wir gucken, wie viel Kredit wir aufnehmen können auf der anderen Karte. Danach entscheidet sich es, ob wir ein oder zwei Felder kaufen, oder vielleicht sogar drei, weiß ich noch nicht. Drei werden natürlich so richtig gut. Soja nehmen wir dann mit. Na, da ist jetzt bloß noch der Raps drin. Warten wir kurz, bis voll ist. Ja, dann müssen wir noch die Viehtransporter bestellen, dass die unsere Kühe umsetzen, unsere Schafe. Hühner stecken wir in der Handtasche. Weil nicht gehen überhaupt Hühner zu transportieren in den Viehtransportern. Glaube nicht, ne? Gibt schon mal keinen. Hier gehen nur Rinder, Schafe und Schweine. Ne, Hühner kann man nicht transportieren. Also müssen die alleine hinfliegen.
Kontostand, der gefällt mir schon mal richtig. Jetzt haben wir doch viel zu viel überall eingelagert wahrscheinlich. Rolle müssen wir natürlich auch noch verladen. Fahren wir hier den Raps erstmal weg. Dann werden wir den als Abfahrer nehmen. Weil in Soja werden wir nicht so viel abfahren müssen. Also ist fast voll. Wir mit dem hier zum Drescher fahren. Das ist natürlich der Drescher voll. Mal trotzdem den rein, schaffen den dann weg. Da werden wir hier den Ballen-Autolot dranhängen, Frontlader dran, werden wir die Wolle verladen. Ich glaube, die Wolle werden wir ja nur in der Spinnerei los. Wenn mich nicht alles täuscht, genauso sieht's aus. Ne, wir könnten die Wolle sogar in unserem Lager verkaufen. Es ist ja noch günstiger. Brauchen wir die ja gar nicht aufzuladen, da können wir die ja so vorfahren. So, Hafer müsste ja noch so rum nach wie vor 985 Getreidemühle, genau. Keiner gesehen.
Weiß nicht, weil die jetzt ist. Ah, gut, die Hälfte. Könnten wir vielleicht eine Folge noch schaffen. Feld 17. Dann haben wir heute Nachmittag noch eine Folge. Dann wird es vielleicht Sonntag Vormittag die letzte Folge geben. So dass wir dann umziehen können. Weil wenn man sich anguckt, was wir, wie lange wir jetzt gebraucht haben, alles zu verkaufen, dann gut, wir müssen noch selber crashen. Alles dauert schon, also wir haben schon ganz schön was eingelagert gehabt, geldmäßig. Das wären ja auch hier knapp 30.000. Ja, 28 und 29 müssten das werden. Dreißigtausendfünfhundert. Achso, 986. Ich war jetzt auf 926. Ist vielleicht sogar ein drittes Feld drin auf der neuen Karte. Ach, unsere Silage ist auch wieder voll. Aber schon wieder halb verschlafen. Nicht nur, dass es ewig dauert, das Verladen, dann fahren wir sie noch nicht mal ab. So, hier ist jetzt bloß noch Soja drin. Gerade sieht es natürlich so aus, dass man bei einigen Feldern relativ viel Wiese mitbekommt. Wenn man da ein Feld kauft, werden wir wohl Grassilage machen, erstmal zum Anfang. Wie gesagt, die Tiere habe ich so gemacht, dass sie im grünen Bereich sind. Die dann mit umziehen, dass es so ähnlich ist wie hier. Durch die gleiche Anzahl, wie wir jetzt hier haben. Die muss noch leicht angepasst werden. Haben wir hier einen Frosch verschluckt oder was? Das ist fast voll. Die wir jetzt noch drin haben hier. Ja, das Ende ist in Sicht. Wir können ja so wieder seitlich ranfahren. Oder Platz lassen und noch vorkommen. 546, das heißt noch 10 mal fahren. Dann müssen wir doch noch eine Folge zusätzlich machen oder was?
Richten wir mal hinten dran. Ob das was wird oder ob die fliegen, die Balletten. Also sollte man vielleicht nicht gerade die angebrochenen nehmen. Müsste eigentlich gehen. Asche wird auch gleich voll sein. Da müssen wir dringend hin. Ja, ist voll. ...984 bringt eine Palette, okay. In so einer Palette plus 1000 drin. Ich dachte, es sind 2000 drin. Wenn ich auf die Zeit gucke, sind wir auch schon noch gleich bei 25 Minuten. Eine Palette fahren wir noch. Noch bald mal umgeschmissen, die andere. So 1000 Wolle, okay. Mir fast sagen, das lohnt sich gar nicht so richtig. Na gut, die Schafe brauchen bloß Gras, Wasser. Die wir da aufrichten können hier ein bisschen.
was anderes gucken. Ne, das sieht man nicht. Das war am 17er, glaube ich, wenn man hingeht. Hingegangen ist, wo man dann gesehen hat, wie viel da drin war. Oder waren 17er 2000 drin? Oder? Gab ja da beim Schafen auch schon bald Paletten. Unsere Salage ist auch voll, den müssen wir auch zwingend entleeren. Eigentlich wollten wir ja bloß noch eine Palette fahren. Hätte fast geklappt. Aber wenn wir ja ein paar Minuten länger machen, ist ja auch nicht so schlimm, dass der erste Mal hier verschwunden auf Felsbrunnen. Das wird gleich durch sein. So, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Heute Nachmittag gibt es dann nochmal eine Folge. Auf der Felsbrunnen natürlich. Und mal gucken, wie weit wir da kommen. Also, mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum Nachmittag. Bis dahin und tschüss.